Vor 5 Minuten war es soweit und es hat an der Tür geklingelt und meine finale Lieferung ist angekommen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Hardcovered. Ich bin Silas und zeige euch heute mal meine neue Haul bzw. meine Neuzugänge aus den letzten 3 Monaten. Also ja, das ist trotzdem viel, aber nicht vergessen, aus den letzten 3 Monaten, sowie ein Geburtstag zwischendurch, welcher das Budget auf jeden Fall nochmal erhöht hat. Außerdem auch wieder mit dabei Upgrades sowie Pre-Order bzw. Pre-Order, die endlich angekommen sind. Aber darauf kommen wir dann nochmal extra zu sprechen. Ich habe das Ganze ein bisschen aufgeteilt. Wir haben hier einmal einen Marvel-Stapel, wir haben Hardcover und wir haben hier den DC-Stapel. Und ich werde nach und nach einfach mal nehmen und euch zeigen, was ich hier so habe. Hier seht ihr schon das erste Comic. Deshalb würde ich sagen, fangen wir damit auch einfach gleich mal an. Und zwar habe ich hier Hellboy, die Library Edition Volume 3. Ich glaube, Conqueror, Worm, wie auch immer, und Strange Places. Ich habe ja schon ein Video zu dem Ganzen gemacht. Das ist auch eine der älteren Sachen jetzt hier aus der Haul, die ich aber euch noch nicht so in einem Haul-Video gezeigt hatte. Deshalb wollte ich das Ganze hier nochmal vorstellen. Zu Volume 3 kommt ja später nochmal ein extra Video, wenn es dann weitergeht, mit auch Volume 4, BPRD, wie ich es euch im letzten Hellboy-Video erzählt habe. Ich habe aber jetzt schon gemerkt, sei es direkt oder indirekt, dass wieder ein paar mehr Leute auch in Hellboy eingestiegen sind oder endlich weitergelesen haben. Ob das nur an mir lag oder nicht, freut mich nichtsdestotrotz. Was auch interessant ist, jetzt habe ich mich endlich mal entschieden, da weiterzulesen, habe mich für die Library Editions entschieden und kurz danach wurde eine quasi Omnibus Collection angekündigt. Also das, was es jetzt als Paperbacks gibt, diese Komplettversion als ein Omnibus quasi. Trotzdem, die Library Editions sind natürlich nochmal spezieller, einfach durch das Format und durch die Aufmachung. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie gut man es sehen kann, machen wir aber erstmal mit was anderem weiter. Und einfach, weil es ein bisschen mehr ist, nehme ich mal was hier vom Marvel-Stapel. Und da habe ich als allererstes Alias bzw. Jessica Jones. Der erste Run von Brian Michael Bendis hier als Omnibus. Der wurde, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch reprinted. Ich habe das Ganze hier gebraucht auf eBay bekommen in einem größeren Paket. Zu den Omnis, die in dem anderen Paket drin waren, kommen wir dann aber erst noch später. Alias habe ich auch schon gelesen und es hat mir echt gut gefallen. Überraschend gut gefallen und es hat mich auch generell sehr überrascht. Das erste Marvel Max Comic, was ich gelesen habe. Und holy shit, es ist ja nicht nur brutal, aber besonders Language, also die Sprache, die Ausdrücke sind nochmal auf einem ganz anderen Level als selbst jetzt die brutaleren normalen Marvel Comics. Auch bevor ich es vergesse zu erwähnen, wenn ihr hier irgendwas in dem Video seht, was euch mehr interessiert als einfach nur hier die Vorstellung, schreibt es mir doch gerne extra mal in die Kommentare. Klar, früher oder später mache ich sicherlich zu diesen Comics sowieso mal ein Video, sei es gesammelt oder ein einzelnes Review. Aber wenn ihr mir zum Beispiel in die Kommentare schreibt, ey, Jessica Jones Comic, kann das überhaupt was? Und das interessiert euch, kommt das natürlich auch einfach früher und ich habe vielleicht ein bisschen mehr, Bock auch einfach das Video zu machen. Jetzt gehen wir mal auf die Seite und nehmen den ersten DC Omni. Hier jetzt tatsächlich das, worauf ich jetzt noch gewartet habe. Und zwar Gotham City Central. Habe ich auch überraschenderweise in letzter Zeit ziemlich oft wieder auf Instagram zum Beispiel gesehen. Hier noch wichtig zu erwähnen, das habe ich jetzt auch schon wieder richtig lange auf dem Schirm. Denn auch das wurde erst vor kurzem reprinted. Ich glaube, letztes Jahr hatte das eigentlich schon fast gepreordert. Rasmus hatte es sich schon geholt und empfohlen. Und ich hatte jetzt einfach mal wieder übel Bock auf Ed Brubaker. War kurz davor, mir den Sleeper-Omnibus zu holen. Aber habe dann quasi den sauren Apfel gebissen, habe die längere Lieferzeit in Kauf genommen und mir das Ganze hier bestellt. Dafür aber trotzdem für einen guten Preis. Und ich bin richtig hyped, das Ganze endlich lesen zu können. Gotham City Central, für alle, die es zum Beispiel nicht wissen, ist mehr oder weniger das Police Department in Gotham, welche hier und da zwar Kontakt mit Batman haben, aber sich eher mit dem auseinandersetzen müssen, was passiert, nachdem Batman da war. Das heißt, die Überfälle, die Leute, die verprügelt wurden zum Beispiel und auch das ganze Mysterium drumherum. Ich weiß noch nicht allzu viel darüber, ich weiß nur, es soll unheimlich gut sein. Machen wir mal weiter hier auf dem Hardcover-Stapel und da mache ich jetzt einfach gleich ein Dreierpaket. Und zwar will ich ein bisschen Batman aufholen. Was heißt Batman aufholen? In dem Fall, es ist die aktuelle Ongoing, beziehungsweise die für in Deutschland jetzt noch aktuelle Ongoing, die angelaufen ist. Und zwar erstmal James Tynion. Dafür habe ich hier Volume 4, was bei uns dann später Band 4 sein wird. Und zwar The Cowardly Lot, was quasi
eine Einführung, wie dann Scarecrow ist, so ein bisschen in die Welt von Gotham. Und dann als nächstes quasi auch das Intro zu Fear State, was so wie ein Mini-Event ist in dieser Batman-Welt. Ich hoffe übrigens, das mit dem Autofokus ist nicht zu nervig. Nichtsdestotrotz habe ich das Ganze dann gleich komplett gemacht, hier mit Volume 6. Das Ganze ist dann der Teil von Joshua Williamson, der auch in diesem kompletten, ja, Einband seinen Platz hat. Es gibt noch einige Tie-ins und Hefte, die im Shadow War mit dabei sind. Das ist halt auch wieder, der kommt jetzt schon auf Deutsch raus, obwohl der eigentlich, wenn es um Batman geht, erst viel später kommen sollte. Shadow War werde ich dann auch nochmal einzeln nachholen. Jetzt wird aber in der Form mit den Hardcovern erstmal Batman aufgeholt. Machen wir weiter mit ein paar Pre-Order bzw. Sachen, die ich schon lange auf dem Schirm hatte. Und da habe ich hier einmal Ultimate Spider-Man Volume 2. Hier das DM-Variant, gekauft auch mal wieder bei Walt's Comic Shop. Also DM-Variants kriegt ihr eigentlich prinzipiell nur bei wirklich Comic-Shops. Deshalb hier ein kleiner Shoutout. Darauf habe ich lange gewartet, weil ich auch schon den ersten Band da habe, den ersten Band geliebt habe. Mittlerweile das Ganze auch schon gelesen. Fand ich auch richtig, richtig nice. Muss ich mir noch überlegen, ob ich dazu jetzt einfach ein Video mache oder ob ich es irgendwo mit anders reinnehme. Nichtsdestotrotz macht es einfach super Spaß, Ultimate Spider-Man weiterzulesen. Und man merkt ja auch, die Collection, die jetzt hier in Deutschland rausgekommen ist, läuft ja auch super. Also wie viele die mitlesen, hätte ich echt nicht gedacht. Und das freut mich natürlich auch einfach. Machen wir gleich einfach mal weiter mit Marvel. Hier habe ich nämlich nochmal was, was quasi zusammengehört. Und zwar habe ich hier einmal Star Wars, die 2015er Serie, das heißt die erste Serie von Marvel wieder, von Jason Aaron. Also das Ganze heißt Star Wars by Jason Aaron Omnibus. Hier auch das DM-Variant, weil ich das Cover einfach so nice finde. Und das Standard-Cover tatsächlich leider gar nicht so cool finde. Habe ich auch schon gelesen, hat mir gut gefallen. Aber wenn ihr nicht gerade extremer Star Wars-Fan seid, muss ich das euch, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen. Besonders, weil jetzt auch solche Sachen wie die Zeichnung oder der Plot mich nicht vom Hocker gehauen haben. Ich lasse den nochmal kurz hier drüben stehen, denn wie gesagt, handelt sich dabei auch eigentlich wieder um eine Combo. Denn ich habe mir auch das hier geholt. Star Wars Darth Vader von Kieran Gillen. Ich habe ja schon den Star Wars Char Soul Omnibus, der eigentlich danach rausgekommen ist, aber in der Timeline früher spielt. Das Ganze spielt nämlich zur selben Zeit wie dieser Star Wars Omnibus und hat auch Hefte, die ineinander übergehen, wie zum Beispiel das Event Vader Down. Auch hier muss ich sagen, der hat mir leider noch weniger gefallen, besonders weil der eigentlich relativ viel Hype hinter sich hat. Viele sagen, der ist besser als Charles Soul oder mindestens genauso gut. Und für mich persönlich, wahrscheinlich weil Prequel-Fan, ich fand Charles Soul deutlich besser. Und ein großes Problem, was ich hier hatte, sind die Zeichnungen. Denn die sind von La Roca. Scheiße, wie war sein Vorname? Ich weiß es gerade leider nicht mehr. Aber da ist so viel einfach vom Look her rauskopiert aus den Filmen. Einfach Screenshots, die einen Comicfilter drüber haben. Und die restlichen Zeichnungen drumherum, aber mit Hand gezeichnet. Und dann stimmen zum Beispiel die Proportionen nicht und so ein Zeug. Das hat mich einfach nicht überzeugen können. Umso mehr dann jedes Heft, wo er nicht gezeichnet hat, war einfach viel, viel besser. Nichtsdestotrotz wieder für jeden Star Wars-Fan trotzdem eine Empfehlung, besonders in Kombination mit dem Star Wars von Jason Aaron. Aber müsst ihr euch entscheiden und seid ihr Prequel-Fan, dann würde ich doch lieber den Charles Soul Run anschauen. Habe ich schon wieder ganz übersehen. Das Paket ist eigentlich noch gar nicht vollständig. Ich habe hier nämlich noch was. Und zwar Star Wars Boba Fett bzw. War of the Bounty Hunters, was sich ja hauptsächlich um Boba Fett dreht. Habe ich mir geholt, weil ich es günstig bekommen habe und weil ich halt Bock hatte auf Star Wars, auf die Star Wars Canon Omnis und mir deshalb das geholt habe. Habe ich noch nicht gelesen, aber schon ausgepackt. Ich kenne schon Teile davon, aber ich habe es einfach für einen richtig guten Preis bekommen und quasi geupgradet, weil ich die Hefte, in denen ich das gelesen hatte, auch schon verkauft hatte. Von daher ist es jetzt nicht so, als hätte ich mir was doppelt geholt. Und bevor wir jetzt hier das Finale machen, was eigentlich fast schon mit das Coolste ist, beziehungsweise mein größtes Highlight, gehen wir jetzt endlich nochmal rüber zu DC. Hier habe ich nämlich auch direkt erstmal ein Upgrade. Und zwar haben wir hier den deutschen DC Death Metal Deluxe Edition, beziehungsweise Omnibus. Das Ganze erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Ich habe es noch nicht gelesen. Wer hätte das gedacht? Aber es ist ja für mich auch nur ein Upgrade und es ist noch gar nicht so lange her, dass Death Metal rauskam. Was auch noch wichtig ist, es ist quasi wieder ein Paket. Ich habe mir den zweiten Band vom Batman Scott Snyder geholt und
Ja, was soll ich sagen? Jetzt habe ich quasi die komplette Greg Capullo, Scott Snyder Sache zu Ende. Ich habe alle meine anderen Bände verkauft, nicht nur die Ongoing, sondern auch solche Sachen wie Der letzte Ritter auf Erden, was hier im zweiten Band zum Beispiel auch mit drin ist, um das Ganze jetzt in Omnibusform zu haben. Und ich mache mich quasi schon mental und körperlich bereit, da einen riesigen Reread zu starten. Ich schaue mir hier schon die anderen Bände an. Batman Volume 1, Batman Volume 2, Batman Metal und Batman Death Metal. Da freue ich mich richtig drauf, auch wenn es ein Riesenprojekt wird. Da vielleicht eine Frage an euch, weil ich das Kommentar immer öfter bekomme. Dazu könnte ich mir vorstellen, nochmal so was Ähnliches wie ein Lesetagebuch zu machen. Weil es ja relativ klare Story-Arcs sind in diesem Band, beziehungsweise in diesem Run. Ein Run, der einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und halt auch mehrere Omnis. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein richtig, richtig großes Projekt. Nichtsdestotrotz, damit ihr es einfach mal gehört habt. Ich muss aber noch warten, bis ich das lese, aus einem ganz bestimmten Grund. Denn ich lese gerade noch einen anderen Batman. Einen anderen Batman, der aber, doof gesagt, sein muss. Denn ich hole hier auch wieder was auf. Ich habe mir nämlich noch geholt Batman bei Grant Morrison. Volume 2 jetzt in dem Fall, Volume 1 habe ich schon vor einer Weile gelesen und das jetzt immer weiter herausgezögert, mir das endlich zu holen. Und ihr seht es eh schon in der Kamera. Hier habe ich auch gleich noch Volume 3 und ihr seht hier sogar mein kleines süßes Lesezeichen. Volume 2 schon durchgelesen, fand ich awesome. Also holy shit, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Besonders Batman und Robin hat mir so gut gefallen. Dick Grayson als Batman ist der Shit. Und Damian als Robin, beziehungsweise besonders die Kombination zwischen Dick als Batman und Damian als Robin, ist einfach mega awesome und es hat mir richtig, richtig gut gefallen. In Band 3 bin ich jetzt schon ein bisschen drin. Da geht es ja dann um Batman Incorporated. Und bisher muss ich sagen, glaube ich, das, was mich am wenigsten interessiert. Trotzdem werde ich es lesen und vielleicht kann es mich ja im Laufe bzw. spätestens dann beim Ende nochmal überzeugen. Ihr seht so langsam, der Stapel kommt neben mir immer weiter hoch. Jetzt machen wir erstmal nochmal ein paar Hardcover. Und da habe ich hier als erstes, auch aus Walt's Comic Shop, da war wieder ein Nick & Dent Sale, habe ich hier Saga Volume 2, beziehungsweise Deluxe Edition Band 2. Ich merke gerade, umso weiter ich vorgehe, umso heller ist es und das funktioniert gar nicht mal so gut. Oh, aber vielleicht wird es wenigstens ein bisschen schärfer. Autofokus nur sehr langsam bei der Kamera. Book 2. Ich habe vor kurzem tatsächlich erst Band 1 gelesen. Ich habe jetzt auch nicht wirklich herausgezögert, mir endlich Band 2 zu holen oder dann auch früher oder später Band 3. Es hat nur einfach super geklappt mit dem Sale, da habe ich das Ganze wieder ein bisschen günstiger bekommen. Tatsächlich quasi mehrere tausend Euro günstiger. Freue mich darauf, das zu lesen. Freue mich darauf, da weiterzulesen. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dadurch, dass Saga ja zwischendurch jetzt eine lange Pause hatte und ich die Deluxe Editions lese, es umso länger dauert, wenn ich dann einmal aufgeholt habe, die anderen zu lesen. Machen wir gleich weiter mit einem Überraschungshit. Es war nämlich ein Geburtstagsgeschenk für mich, womit ich soweit auch nicht gerechnet hätte. Und zwar Jeff Lemire's The Passageway, Teil des Bone Orchid Mythos, wie auch immer das dann auf Deutsch übersetzt wird, ist quasi eine Horror-Anthologie-Serie. Und The Passageway ist quasi wirklich nur das Intro. Das Ganze ist nicht mehr als ein etwas dickeres Heft. Also es sind, glaube ich, irgendwas bei 70 Seiten, vielleicht ein bisschen mehr. Aber dieses Intro hat mir mega, mega gut gefallen. Und das Ganze hier auch noch als cooles kleines Hardcover. Würde ich reden darüber, würde ich aber erst gerne, wenn noch ein bisschen mehr rausgekommen ist. Denn es war nun mal wirklich sehr kurz. Ich habe auch schon gesehen, im Sommer kommt davon der erste Band auch auf Deutsch raus. Das heißt, alle ja Horror-Jeff Lemire-Fans können sich darauf schon mal freuen. Machen wir bei den Hardcovern jetzt auch noch meinen letzten Abstecher nach DC. Und hier tatsächlich auch was Deutsches. Und zwar Batman One Bad Day The Riddler. Hier, die deutsche Panini-Hardcover-Version. Ich kann es kaum selber glauben, aber das Ganze ist einerseits vor dem englischen Release als Hardcover rausgekommen und macht preislich keinen Unterschied zum englischen Hardcover. Das Ganze kam davor in Heftform raus, aber um es euch einfach mal zu zeigen, das ist zwar ein Hardcover, das heißt minimal größer als ein Heft, aber selbst wenn ich die beiden so zusammen tue, seht ihr, das Ganze ist richtig, richtig nice oversized. Und das tut dem Ganzen auch sehr gut, denn in Batman One Bad Day werden nach und nach alle möglichen alten, klassischen oder auch neuen Schurken von Batman in einem eigenen
ja, Story, in einer eigenen Story thematisiert. Hier als erstes jetzt Riddler, geschrieben bei Tom King, der eigentlich nicht mein Favorite Autor ist. Aber so viel kann ich schon sagen mit diesem Band. Ja, Tom, das ist das Beste an Tom King, was ich bis jetzt gelesen habe. Neben dem Rebirth Run, neben Supergirl und kleineren Geschichten oder auch Heroes in Crisis ist das das Beste, was ich bis jetzt von Tom King gelesen habe. Und es passt hier wirklich mal zu Batman und zu Riddler. Und ich glaube, was ihm hier richtig gut getan hat, ist diese Begrenzung an Zeit. Dieses nur eine Heft, was er füllt. Denn mein größtes Problem ist an Tom King, dass er oftmals so um den heißen Brei redet. Und dadurch, dass das hier nur ein Heft ist, beziehungsweise ein One-Shot, hatte er nicht so viel Zeit. Er hat trotzdem seine klassischen scheinbar sinnlosen Gespräche, die dazu da sind, um mehr Tiefe bzw. mehr Verbindung zum Charakter aufzubauen. Sowas ist hier trotzdem drin. Nichtsdestotrotz hat mir das richtig gut gefallen, weil es ja noch die Balance gehalten hat. Und jetzt kommen wir zum letzten Comic und dem eigentlichen Highlight von dem Ganzen. Und zwar habe ich hier einmal Daredevil bei Frank Miller und Klaus Janson. Janson, genau, Omnibus. Die Komplettauflage und das zweite Printing, ganz wichtig, sowie den Daredevil bei Frank Miller Compendium Omnibus. Ein Paket, welches ich mir aus genau einem Grund geholt habe. Und zwar wurde dieser Omnibus jetzt wirklich erst vor kurzem mal wieder reprinted. Und das hat mir nicht gefallen. Denn das ist der einzige Omnibus, der wirklich aus der Reihe tanzt. Schaut euch mal die Buchrücken an und das auch bei beiden. Die passen überhaupt nicht zu den anderen Marvel-Omnis. Und wäre nicht das schon schlecht genug, haben sie sich jetzt beim neuen Printing entschieden, die Rückseite sowie den Buchrücken so unpassend zu lassen. Das Cover aber anzupassen, dass das nicht mehr dann so einheitlich ist in dem coolen Design. Und haben quasi ein normales Cover gewählt. Und das hat für mich noch mehr den Style gebrochen, dass es mir dann nicht mehr gefallen hat. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, beziehungsweise hatte ich mega, mega Glück. Diese beiden als Paket, daher kommt zumindest auch Jessica Jones, in einem Paket auf eBay zu bekommen, neu eingeschweißt. Ich habe mich immer noch nicht getraut, das Ganze quasi auseinanderzunehmen, beziehungsweise auszupacken, aber ich freue mich mega, mega drauf. Wichtig dabei, wie gesagt, das ist das zweite Printing. Und ich habe die mir auch nur holen können, nicht nur wegen Glück, sondern weil ich meine eigentliche Pre-Order für dieses Reprint von dem Band gecancelt habe, mein Geld zurückbekommen habe und quasi für den Neupreis, den der Omni mich gekostet hätte, auch beide zusammen gleich bekommen habe. Dafür war es halt ein eBay-Deal. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich schieb's die ganze Zeit so ein bisschen vor mir her, hier endlich anzufangen zu lesen. Die Sachen aus dem Compendium kenne ich ja schon zum größten Teil. Solche Sachen wie Daredevil Auferstehung oder Der Mann ohne Furcht, die hier mit drin sind. Aber auch hier wieder einfach Upgrades, die alten Sachen verkaufen. Und dann ja, rentiert sich das ja quasi von selbst für mich. Und ich habe dieses wunderschöne, mega nice Paket, was auch einfach ein essentielles Stück ist, was ich in meiner Sammlung haben wollte. Deshalb Reprint schön und gut, aber dass ich es auch noch so bekomme und in einem Paket zusammen, hat mich einfach mega gefreut. Und damit sind wir jetzt auch endlich am Ende angelangt. Ihr seht hier neben mir, ich stapel nochmal alles schön. Der Stapel ist relativ hoch geworden und das war meine Haul der letzten 3 Monate. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, hier waren ein paar interessante Sachen für euch dabei. Und vielleicht sehen wir uns bei dem einen oder anderen Review zu einem dieser Sachen auch irgendwann wieder. Für heute war es das aber erstmal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.